Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind in der letzten Folge nach Far Harbor gereist und wollen hier jetzt voll durchstarten. Ja. Sehen wir uns aber erstmal um. Tja. Wie viel denn? Ich habe noch ungefähr 5 oder 6 auf Lager. Ich steig hier mal aus erstmal. Solange ich in der Stadt bin, lasse ich die stehen. Was kann ich hier kochen, Schönes? Todeskreissteak, siehst du mal. Was haben wir hier? The Last Plank. Wer bist du? Du bist vom Festland und vor kurzem hergekommen. Ja. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Eine Geschichte von Gier, Blut und Rache. Welche Familie? Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor, sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen. Stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Sag mir, was du brauchst. Lass den Unsinn und sag mir, was du brauchst. Da hat wohl jemand seinen Sinn für Abenteuer vergessen, als er ins Boot nach Far Harbor gestiegen ist. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge. Hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Gule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Gule ist so gut wie tot. Diese Gule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Blutige Flut. Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Die sind anders. Fischer, Fischer. Sind nichts im Vergleich zum Nebel. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich könnte ein wenig Ruhe brauchen. Allein. Hey. Hallo. Ich habe keine Zeit für Festlandbewohner. Aber du bist doch die kleine Bertha. Bertha. Hast du einen Grund, noch hier zu sein? Verschwinde, ich brauche deine Almosen nicht. Hey Bertha, sei doch nicht so zu mir. Mit meinem Bruder. Verstanden? Der Psycho-Tony. Hast du Durchfall oder so, Tommy? Hallo. Bertha. Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Dein Bruder geht's nicht gut. Der kackt sich glatt an. Hallo. Ja, schlaf weiter auf der Straße, du Bengel, wenn du mit mir nicht reden willst. Mann, Mann, Mann. Vielleicht kann er gar nicht reden, weil er blöd ist. Aha. Oh, Debbie. Hierher, Kätzchen. Debbie. Hi. Hoffentlich geben Festlandbewohner gutes Trinkgeld. Was brauchst du? Was habt ihr da? Was habt ihr denn da? Allen möglichen Fusel der alten Welt. Auch Wim. Und bevor du fragst, Wim geht hier richtig gut. Der hat aber mehr Umdrehung als das normale Zeug.
Zeig mal, was du so hast. Zeig mal her, Oma. Das ist Wim. Wim. Halt dein Scheiß. Hallo. Kann ich dir das Heft klauen hier? Inselmanach. Nett. Du hast eine Ausgabe von Inselmach gefunden. Du hast Kartenmarkierungen interessanter Orte auf der Insel freigeschaltet. Nice. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Hm. Arcadia? Kannst du mir mehr über Arcadia erzählen? Dort sind seltsame Leute. Sie nennen sich Synths. Sie wollen dort eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. In Frieden leben. Sie haben Gutes für uns Inselbewohner getan. Besonders die Nebelkondensatoren. Ohne die würde es selbst Far Harbor nicht mehr geben. Nebelkondensatoren? Was ist ein Nebelkondensator? Die Kondensatoren sind komplizierte Technik. Sie halten den Nebel fern. Angetrieben vom Windpark, den die Synths betreiben. Uns Inselbewohnern gefällt nicht, ihnen gegenüber verpflichtet zu sein. Aber es geht nicht anders. Suche Ausreißer. Ein Paar macht sich Sorgen um seine ausgerissene Tochter. Sie ging nach Arcadia und ich muss sie finden. Wenn jemand nach Arcadia unterwegs ist, steckt immer eine Geschichte dahinter. Lohnt sich für deine der Tod, ne? Schon viel mehr für viel weniger getan. Ich habe schon viel mehr für viel weniger getan. Mit Worten bist du geschickt, was? Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Brauch etwas Zeit. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Dann erledige das noch. Los, ab mit dir. Hey Opa, sei mal nicht so frech zu mir hier. Was klaue ich denn diesen Suppe? Leute! Leute! Wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Bist du irgendwie blöd oder so? Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde aufs... Haus! Ja! Zeit zum Feiern! Trinken wir auf Mitch! Mitch! Du weißt hoffentlich, was du tust. Ja, ich sag, klau Sachen. Okay, erzähl mir was. Festlandbewohner, heute ist dein Glückstag. Eiskaltes Bier. Mitch. Ich glaube, du könntest einen eiskalten Wim vertragen. Der Nebel? Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel. Er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Verrückt. Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, er ist nicht natürlich. Im Landesinneren warten die Fallensteller, mörderische Halunken. Aber viele verirren sich einfach im Nebel. Zu lange. Dann verliert man den Verstand. Wenn du vernünftig bist, gehst du wieder dahin zurück, von wo du kommst, und schaust nicht zurück. Wieso bleibst du? Wenn er so gefährlich ist, wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause. Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem, jeder muss mal sterben. Also warum nicht mit einem Messer in der Hand, das tief im Bauch der Bestie steckt, die einem Böses getan hat? Haha! Der ist doch blöd, der Heute Typ, oder? Nicht. Bleibt mehr für uns andere. Du warst im Nebel zu lange. Willst du einen Spacko. Haben? Nein. Bestell bei Mitch oder mir. Okay, Opa, gehen wir. Bist du bereit, nach Arcadia zu gehen? Dann los. Los, Longfellow. Dann komm mal mit.
jedenfalls weiß nicht ins Gras ohne mich zu. Ja. Der Kneipenbesitzer da, der Betreiber oder wer das ist. Der war zu lange im Nebel, der Idiot. Zieh ich meine schicke Powerrüstung an, Opa, dann können wir losmarschieren. Verschwinden wir aus der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist nicht gut zu laufen. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich. Meierlock, der Dorffleisch. Oder Dörfleisch. Warte. Seefahrerin? Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Warum hilft niemand? Warum hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere, obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Ich helfe. Kein Problem. Ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Petz mich nicht, Oma. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen rein. Los geht's, Opa. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch. Rauf zum alten Bergpfad. Der Nebel ist schon verdammt geil. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Spuren. Frische. Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben. Ja. Ich glaube, wir werden verfolgt. Wir haben vielleicht ein Problem. Das war's oder was? Das Nessie oder was? Das Monster aus dem Loch Ness? Ich dachte, hier waren welche, hallo? Ah, da ist noch einer. Alter Anglerhut. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Was machst denn du? Hier ist noch irgendwo einer. Das ist bestimmt da oben, oder? Da ist er doch. Du kämpfst gar nicht, Mann. Ich dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Harbor-Bewohner aus dir. Schauen wir mal. OP. Das ist auch mal einen Schuss abgeben können, Idiot. Der kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... Hier ist der Bergpfad. Über den gelangen wir nach Arcadia. Auf der Straße sind überall Wildspuren. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Okay. Ich bin ready für alles, was kommt, wie der da. Ist
die Welpen. Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Ein paar Wölfe. Ist doch was Schönes, mal was Neues. Ein paar Wölfe. Hörst du das? Kriecher. Die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Soll doch herkommen. Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben hin. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert? Kann ich die Insel heilen eigentlich von diesem Nebel? Das ist doch mein Ziel hier, oder? Was, junger Schlinger? Schießt hier alles. Was sich hier bewegt, Mann. Kann ich dich essen? Aber die Mailachs haben gewonnen. Wirf 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Hört sich doch ganz gut an eigentlich, aber scheiß drauf. Junge Schlinger. Schon ganz schön hier. Hier ist ja alles auf dem Weg. Die ganze Palette mal. Dun, 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 dun. Aber die Insel ist schon nice. Wer bist du? Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Wer ist das? Wer ist das? Noch so ein Prediger der Kinder des Atoms. Sie fingen als Plage an und wurden zu einer Bedrohung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Was hat Arcadia dir getan? Was hat Arcadia getan, dass du der Stadt misstraust? Sie versorgen Fahaber mit allem, um Atoms heiligen Nebel abzuweisen. Du solltest solchen Kreaturen aus dem Weg gehen und den wahren Meister der Insel aufsuchen. Erzähl mir vom Atom. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Sieh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Nichts Besseres zu tun? Ich hab grad nichts Besseres zu tun. Eigentlich bevorzugt Atom Leute mit mehr Leidenschaft. Aber wenn du seine Gunst testen willst, begib dich zum Nukleus. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Wieder zwei Parteien oder was? Kein Nebel. Arcadia ist nicht mehr weit. Aha, die haben hier keinen Nebel bei Arcadia. Ich verstehe. Das kann ich wahrscheinlich auf der ganzen Insel irgendwie produzieren, dass da kein Nebel ist. Irgendwas hinbauen. Oder ich zerstöre das hier. Wahrscheinlich. Entweder oder. Entschuldigung. Und wir sind da. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei.
Hab eine Hütte außerhalb von Fahaba. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für zwei reichen. Wissen, was als nächstes passiert? Du gehst schon? Willst du nicht wissen, was als nächstes passiert? Du willst, dass ich bleibe und dir den Rücken decke. Vielleicht später. Vielleicht später, Longfellow. Okay, aber ich meine das Angebot ernst. Wenn du mal gemeinsam in den Wäldern und Gewässern jagen willst, bin ich gerne dabei. Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren. Zu oft draußen. Wo du hingehörst, okay. Ein Spaziergang im Park, okay. Na, na, na. Hier sind Zins, okay. Optional. Hilf Captain Avery. Aha. Hat ihn ziemlich gut versteckt. Aber nicht vor mir. Beutel Düngermittel brauche ich nicht unbedingt. Sieht doch ganz nice aus hier, die Gegend. Was gibt's hier oben? Auf jeden Fall keine Leute, irgendwie komisch. Ist verdammt leer hier. Warum ist das leer hier? Ich glaube, ich kann skillen, dass ich meine Gene mit der Power-Rüstung umrennen kann. Das wäre auch witzig, oder? Ich kann auch auf sie drauf springen. Und sie dann umrennen. Das wäre auch cool. Das ist erforderlich. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Jetzt muss hier irgendjemand hier den Schlüssel klauen, oder was? Als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Synths von Arcadia heißen dich willkommen. Solange du uns gegenüber offen bist. Was bist du? Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist und ich werde versuchen, dir zu helfen. Hergekommen, um Kazumi Nakano zu finden. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kazumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kazumi ein Synth ist? Warum? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Synth zu leben. Ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein.
Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kasumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Zünd? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein menschliches Wesen, kein Zünd. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Ich war bei meiner Familie. Ich war bei meiner Frau. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um einen Jungen kümmern und seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle, die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist. Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Danke. Danke. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Freut mich zu hören. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern, Faraday und Chase, vor. Ich bin sicher, du willst mit Kasumi sprechen. Sie arbeitet normalerweise unten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nö. Ich sollte losgehen. Aber sicher. Du warst ziemlich lange da drin. Alles in Ordnung? Nima, Arcadia steht dir offen. Brauchst du irgendwas? Ich bin beim Institut. Ich werde es dir direkt sagen, Dima. Ich bin beim Institut. Das ist ziemlich ehrlich von dir. Ich bin es gewohnt, dass das Institut aus den Schatten zuschlägt. Ich sage nur so viel. Ich bin nicht dein Feind. Ich möchte nur in Frieden mit meinen Leuten hier leben. Erschließt sich dir als Wissenschaftler nicht der Wert von unabhängigen Synths? Du hast hier die Chance zu sehen, wie wunderbar das sein könnte. Du musst nichts tun. Erzähl einfach nur deinen Forscherkollegen nichts von uns. Ich halte es geheim. Gut, ich halte es erstmal geheim. Danke. Okay, gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Was ist deine Geschichte? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Ich gehe. Ich sollte losgehen. Aber sicher. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. Hallo. Hey. Du hast also mit Dima gesprochen. Du weißt, wieso wir hier sind. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Es lohnt sich, für Dimas Vision zu kämpfen. Du bist ein Zünd? Du bist also ein Zünd? Ja. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Dima hat hart daran gearbeitet, einen Ort zu schaffen, an dem wir sicher vor denen sind, die uns nicht akzeptieren. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Alleine machen? Du erledigst diese ganze Arbeit allein? Zum Großteil ja. Ich lasse mir von den anderen helfen, wenn möglich, aber niemand versteht Dima so gut wie ich. Nebelkondensatoren. Kannst du mir etwas über die Nebelkondensatoren erzählen? Die Dinger? Dima und ich haben sie entworfen, als klar wurde, dass der Nebel immer schlimmer wird. Sie sind effektiv, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. Dima bestand darauf, dass wir sie den Leuten in Far Harbor zur Verfügung stellen. Und darüber bin ich froh. Ohne die Kondensatoren hätten sie jetzt nichts mehr. Dimas Verbesserungen. Es sieht so aus, als hätte Dima einiges an sich verändert. Das ist eine Untertreibung. Wir haben zusammen so viele Modifizierungen vorgenommen. Er war nur ein Prototyp, nicht geschaffen für all das hier.
Es war viel Arbeit, die Beschränkungen des Designs zu überwinden und seinen Speicher zu erweitern. Es ist wirklich bemerkenswert, oder? Er hat so viel geschafft. Er ist so viel mehr, als er einmal war. Und er denkt immer nur an die anderen. Hilfe anbieten. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe da etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Was ist passiert? Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Fallensteller, Nebelkriecher, da draußen wimmelt es nur so von Gefahren. Die Sache ist, wir haben schon jemanden verloren. Das soll nicht wieder geschehen. Also, bist du bereit? Kriege ich hin. Klar, Faraday. Ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Nice. Das gefällt mir hier. Aber ich werde trotzdem jetzt hier die Folge beenden. Und dann schauen wir uns noch ein paar Synths hier an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Ciao.